Ich bin gebürtig aus Krefeld, ich bin hier aufgewachsen, bin hier auch zum Eishockey gekommen. Mein Vater hat mich dahin geschleppt. Das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich das auch ausprobieren wollte. Hab dann in der Laufschule nicht so wirklich den Riesenspaß gehabt, da war wirklich nur Laufen angesagt, da ich dann sehr schnell rübergerufen wurde zu den Bambinis und auch mit dem Puck und mit dem Schläger spielen durfte, hat sich das dann schnell erledigt und ich war Feuer und Flamme für Eishockey. Ich will auf jeden Fall mit der Nationalmannschaft nochmal zu Olympia. Das ist, glaube ich, das größte Ziel eines Eishockeyspielers, außerhalb der NHL natürlich. Aus meiner Schulzeit würde ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas hängen geblieben ist. In der 5. Klasse war ich auf dem Gymnasium, bin dann aber in der 7. Klasse, musste ich auf die Realschule wechseln, weil es nicht gereicht hat, auch wegen dem Sport, was meine Eltern vielleicht nicht so ganz akzeptieren wollten damals, aber ich glaube, dass die jetzt damit auch leben können. Ich würde vielleicht in der 9., 10. Klasse mich ein bisschen mehr anstrengen, jetzt im Nachhinein, aber ich habe jetzt im Oktober angefangen, Sportmanagement zu studieren. Ich hoffe oder ich denke, dass ich das dann in 18 Monaten auch dann abgeschlossen habe und es auch hoffentlich bestanden habe, weil ich werde ja auch nicht jünger und man muss auch gucken, was man nach der Karriere macht. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann doch noch irgendwann Richtung Trainer gehe, da wollte ich mich auch irgendwann noch fortbilden, dass ich einen Trainerschein mache. Ich habe noch 10 Jahre Vertrag, ich hoffe, die 10 Jahre kann ich auch noch spielen. Was danach kommt, weiß man jetzt noch nicht, aber ich glaube schon, dass ich mein Wissen auch weitergeben will später. In der Freizeit verbringe ich viel Zeit mit dem Hund natürlich. Gehe gerne Tennis spielen, spiele mit Freunden Fußball. Zum Entspannen gucke ich auch gerne Fernsehen oder spiele Xbox. Das sind alles so Sachen, die man macht. Natürlich, die Freundin gehört da dann natürlich auch zu. Mit der gehe ich gerne essen, unternehme gerne ein paar Dinge. Also bei FIFA, da nehme ich natürlich immer Borussia Dortmund, weil ich einfach auch Fan von denen bin. Und Real Madrid ist auch manchmal noch in der engeren Auswahl. Ich treffe mich auch gerne mit einem Kumpel und spiele einfach zu Hause bei ihm dann NHL, weil er meint, kann mich abziehen, aber schafft er bis jetzt noch nicht.